Sie machen mit bei Berlin und wir Ukraine Spezial. Dasha kommt aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ihre Teampartnerin ist Diana aus Berlin. Auch Ross musste seine Heimat in der Ukraine verlassen. Er wird die nächsten Wochen mit dem Berliner Anton verbringen. Die Jugendlichen lernen sich inzwischen näher kennen. Und hier schläfst du? Ja, ja. Du schläfst hier oder da? Ja, ich schlaf hier, aber meine Mutter hier. Ah, okay. Hast du auch so viele Freunde, die aus anderen Nationen kommen? In Berlin, ja. In Berlin, ich habe auch ja, so viele Multikulti, ich denke. Ich komme aus der Ukraine, ich bin aus Berlin. Ich komme aus der Ukraine, ich bin aus Berlin. Der Berliner Stadtteil Neukölln. Heimat für viele unterschiedliche Nationen und auch für Antons Teampartner Ross. Ich freue mich sehr, Ross Wohnung zu sehen und so. In der Straße, wo Ross wohnt, war ich noch nicht. Aber ich mag diese bisschen ruppigere Art von Berlin. Hallo. Hallo, John. Komm mal hin. Meine Schuhe? Schuhe? Ja. Jo, sup, man. Hey. Ja, so ich treffe mich mit meinen Freunden meistens draußen. Nach Hause habe ich bisher noch keine Freunde eingeladen. Das ist unsere Küche. Aber das ist Wohnzimmer. Okay, komm. Schlafzimmer. Und hier schläfst du? Ja, ja. Du schläfst hier oder da? Ja, ich schläf hier, aber meine Mutter hier. Ah, okay. Nice. Ich kann mir nicht vorstellen, mit meiner Mutter jetzt ein Zimmer zu teilen, weil man hat halt, man ist immer sehr eingeengt und man kann sich nicht mehr eben schnell aus dem Weg gehen, man kann nicht mal kurz in sein Zimmer gehen. Natürlich gibt es Situationen, in denen ich gern Privatsphäre hätte. Ich habe jetzt eine Freundin und ich würde gerne auch hier Zeit mit meinen Freunden verbringen. Aber das geht nicht, weil ich das Zimmer mit meiner Mutter teile. Aber es geht schon. Wir laufen uns jetzt auch nicht die ganze Zeit über den Weg, weil wir ganz andere Tagesabläufe haben. Meine Deutsch ist nicht so gut, aber ich kann probieren zu sprechen im Deutsch. Du sprichst super Deutsch. Okay, danke. Wirklich gut. Um besser Deutsch zu lernen, muss ich aufhören, Englisch zu sprechen. Das ist aber noch schwer für mich. Man soll sich einfach keinen Druck machen und frei sprechen, weil am Ende versteht man ihn doch. Und dann macht man es vielleicht mit Gestiken zwischendurch, aber sonst geht es immer aufs Gleiche hinaus, man versteht sich am Ende. In Berlin leben fast 4 Millionen Menschen aus etwa 170 Nationen. Das ist auch auf den Wochenmärkten zu spüren. Diana und Dasha sind heute in Schöneberg unterwegs. Und ist die Ukraine auch so multikulti wie Berlin? Nein. Wenn ich komme zu Berlin, ich sehe, dass in Berlin so viele Menschen, wer kommt aus anderen Land. Ja. Bei uns in der Ukraine gibt es nicht so viele verschiedene Kulturen und Menschen. Deshalb war ich, als ich herkam, geschockt, weil hier plötzlich so viele unterschiedliche Menschen an einem Ort waren, die auch alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Ich habe so sehr viele verschiedene Freunde, also so Multikulti. Hast du auch so viele Freunde, die aus anderen Nationen kommen? In Berlin, ja. So viele Multikulti, ich denke. Ich habe schon so einen Multikulti-Freundeskreis, aber für mich ist es halt normal, weil ich die jeden Tag sehe eigentlich. Und ich sehe halt die und nicht ihre Kultur oder wo sie herkommen, sondern die als Menschen. Rund 5 Kilometer entfernt machen es sich Anton und Ross gemütlich. Beide spielen Gitarre. Ja, das works. Schön. Ich kann aber keine Lieder. Okay. Also ich kann nur die. Akkord, ihr drei. Hier. Und 4 und 5. Diese Griffe, da hast du halt deine komplette Hand verrenkt und deine Finger. Aber es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Kannst du auch ukrainische Songs? Ja, ich kann. Let me try to remember. Я люблю холодні пори року, коли лежиш біля мене збоку.
будеш ти, забери мене собою. Da war ich schon echt begeistert, dass man so gut Gitarre spielen kann, weil das war ja echt gut und er hat auch gesungen. Es klang alles zusammen super. Ich habe mich auf Antons Besuch vorbereitet, weil ich dachte, es wäre cool für ihn, ein ukrainisches Lied auf der Gitarre zu spielen. Um was geht's in dem Song? Das ist ein Lied über einen Typen, der ein Mädchen liebt und er fleht sie an, bei ihm zu bleiben. Buchim Neuer. Bedeutet, bleib bei mir. Ein sehr schöner Song, du kannst wirklich gut singen. Ja, danke. Musik hilft mir, mich zu entspannen und meine Gedanken auszudrücken. Musik ist sehr machtvoll, weil man damit auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren kann. Deshalb ist es so interessant für mich, mehr über Musik zu lernen. Im Süden Berlins flüchten sich nun auch die Mädchen ins Trockene. Ein Familienmitglied kann ihre Ankunft kaum noch erwarten. Hast du auch einen Hund oder Tiere? Ja. Komm. Ah ja, sie wird jetzt nicht mehr... Als ich Dianas Hund gesehen habe, habe ich mich so gefreut. Hast du Haustiere? Ja, ich habe einen großen Hund, aber er ist in der Ukraine jetzt. Ach so, bei wem ist er? Bei meiner Oma. Ach so. Ja. Vermisst du sie oder ihn? Natürlich. Mädchen oder Junge? Junge. Ach so. Er heißt Jean. Dianas Hund hat mich voll an meinen erinnert. Ich war direkt total verliebt. Ich war sehr froh. Okay. Kann ich ins Wohnzimmer gehen? Und auf. Welche Couch bist du? Hier. Okay. Mein Vater vor allem liebt halt so Gold und wenn es so alles so pompös und so aussieht, deswegen sieht es alles so aus. Ja. No. Als ich reingekommen bin, habe ich mich direkt wohlgefühlt. Ich fand es gemütlich. Es hat mir wirklich gefallen bei Diana. Es hat immer etwas Individuelles, deswegen ich bin schon so stolz darauf, könnte man sagen. Ja. Magst du deinen Hund? Ja. Also wir haben sie aus Rumänien adoptiert. Also sie war mein Straßenhund. In Ukraine, ich habe gesagt, dass ich möchte einen Hund, bitte. Und meine Mutter hat gesagt, nein. Meine Mutter und mein Vater jetzt lieben meinen Hund ja. Auch. Und er. Wohne mit meiner Oma. So. Ja. Ich vermisse meinen Hund Jin sehr. Ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht und so viel erlebt. Jetzt ist er bei meiner Oma auf dem Land. Ich bin mir sicher, dass ich ihn bald wiedersehen werde und dass er irgendwann zurückkommen wird. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass ich meinen Hund zurücklassen müsste. Ich glaube, ich würde so krank heulen, weil es ist halt für mich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen extrem an, aber es ist für mich halt so, als würde ich einfach meinen Bruder zurücklassen. Und was ist mit deiner Familie? Wir können uns das Bild angucken. Oh. Also, das sind meine Eltern. Aha. Wie heißen deine Eltern? Also, meine Mutter heißt Wendy und mein Vater heißt Akin. Und das ist mein Bruder Raymond, Marvin und Desmond und das bin ich. Ich wohne in einem Haus mit meinen Eltern und meinen Brüdern, also drei Brüdern und meinem Hund. Und ich lebe da schon, seit ich geboren bin. Also ich bin da aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus Afrika, also aus Nigeria. Ah, und warum deine Eltern kommen aus Deutschland? Mein Vater ist nach Deutschland gekommen, weil er hier studieren wollte. Und meine Mutter ist dann mitgekommen. Ja, gut. In Kiew haben wir nicht so viele schwarze Menschen. Hier sehe ich sehr viele auf der Straße und das finde ich toll. In Kiew ist das anders. Da haben alle nur die gleiche Hautfarbe. Bei Berlin und Wir geht es um Freundschaft zwischen Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturen. Anton möchte Ross noch besser kennenlernen. Die beiden betrachten Fotos, die Ross Mutter Xenia auf der Flucht mitgenommen hat. Danke. Hier sind meine Fotos. Aus der Ukraine.
Süß. Diese Bilder zeigen den Beginn meiner Geschichte. Meine Mutter hat die Arbeit für zwei gemacht. Mein Vater hat nie eine große Rolle gespielt. Sie hat ihn für mich ersetzt. Ich finde das aber nicht schlimm. Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Ross' Leben verändert sich am 24. Februar 2022 dramatisch. Russland überfällt die Ukraine. Auch in Ross' Heimatstadt Kiew schlagen bald russische Raketen ein. Meine Mutter weckte mich in der Nacht auf, weil sie von den Bomben wach wurde. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind in den Keller gerannt. Da sind wir 3 Tage geblieben. Auch ihr unterirdisches Versteck bietet keine wirkliche Sicherheit. Mutter Xenia und Ross beschließen, ihre Heimat zu verlassen. Erst geht es mit dem Zug nach Polen. In Berlin können sie bei Freunden Zuflucht finden. Schon als wir über die polnische Grenze kamen, fiel mir ein Stein vom Herzen. Ich war so erleichtert. Dann in Berlin hat sich alles verändert. Es ist einfach so viel passiert. Aber das Leben geht weiter. Wir haben jetzt ein neues Leben. Wir fühlen uns jetzt frei. Ich kann dir das nicht eins zu eins wiedergeben, wie es für Ross ist. Aber... wenn ich in dieser Lage wäre, würde ich wahrscheinlich komplett kaputt sein. Wenn man so über einen Krieg redet, weißt du ja nie, wie reagiert der andere. Das ist immer eine komplizierte Sache. Aber ich fand es auch schön, dass er so offen darüber geredet hat. Okay, wir müssen ja noch diesen Tanz üben, den der Choreograf uns gesagt hat. Lass ein Video machen und es den dann, Rusty und Anton dann senden, ja? Also, okay. 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 Let's go. Okay, soll ich zählen? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wird gesendet. Gut. Oh, Diana sent me the video. And I think that we have to do the same thing, probably. Okay. Noch sind die Schritte einfach. Doch das wird sich bald ändern.